Moin und Mel, ihr Lieben. Ihr seht es, wir schauen uns Subnautica zusammen an. Es gab tatsächlich einige Leute unter den Kommentaren von Story of Seasons, A Wonderful Life, die auch Subnautica sehen möchten. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Schlimmer als Story of Seasons kann es eh nicht werden. Von der Langeweile her, vielleicht ist hier jetzt mal ein bisschen Action dabei, wer weiß, denn tatsächlich kann man hier ja auch sterben. Man kann ertrinken oder man kann durch irgendwelche Fische angegriffen werden und draufgehen. Ich bin gespannt, ob und wie oft Rainerle sterben wird. Wir haben den Ding und so Counter übernommen aus Story of Seasons. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, beziehungsweise so ein kleines Gimmick noch dazu. Ich überlege immer noch, ob ich bei Ding bleibe. Es ist halt das Wort, was Rainerle so ein bisschen groß gemacht hat. Ja, deswegen würde ich es eigentlich ganz gerne beibehalten. Und ansonsten, ja, starten wir einfach mal und schauen, inwiefern Rainerle dieses Spiel meistern wird. Auf geht's. Oh Mann. Gut, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen mit einer neuen Aufnahmesession an einem neuen Projekt und viel, viel neuer Action. Rainerle, versprich nicht zu viel, bitte. Ne? Ja, Leute, ich würde sagen, wir legen direkt los, bevor wir jetzt groß rumlabern. So, ihr seht, ich habe es hier schon geschafft. Ich bin durch mit dem Spiel. Ich habe es auch tatsächlich geschafft, alle Achievements in dem Spiel zu holen. Mensch, Rainer, ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich, dass du dieses Spiel schon geschafft hast, dass du die ganzen Achievements schon geschafft hast und uns quasi jetzt noch einmal zeigen möchtest, wie toll du das gemacht hast. Das ist wirklich super. Wir werden uns aber nicht auf die Achievements konzentrieren, sondern einfach auf die Story des Games. Ach so. Wir werden hier und da bestimmt noch ein bisschen rumeiern. Gucken wir einfach mal. Wir haben den Überlebensmodus, wir haben den freien Modus, wir haben den Hardcore-Modus und den Creative-Mode. Creative-Mode bringt uns natürlich nichts. Hardcore-Mode, bisschen tot. Naja, Creative-Mode, weiß ich nicht. Bringt schon was. Also je nachdem, wie du halt spielst. Ich schaue ja sehr, sehr gerne den Kanal Let's Game It Out mit Josh. Und der spielt halt tatsächlich in der Regel immer nur im Creative Mode, weil er halt dann so verrückte Sachen baut. Ihr kennt vielleicht die ganzen Spiele von ihm, wie er da in Satisfactory so ein richtig wirres Zeug gebaut hat. Ich liebe es. Der spielt zum Beispiel nur im Creative Mode, Rainerle, und ist auch sehr erfolgreich damit. Ne? Tot, dann sind wir tot. Ist für mich definitiv nicht gut, weil ich viel zu oft das saufe. Ja, das ist schon mal gut, Rainerle. Überlebensmotor, Standard auf einem... Nein, da steht Strande. Da steht nicht Standard. Standard auf einem gefährlichen fremden Planeten. Nutze Rohstoffe und bekämpfe Hunger und Durst, um zu überleben. Freier Modus, wir haben lediglich das Leben und das O2, das O2, also Sauerstoff. Ja. Wir starten den Überlebensmodus. Hast du? Moment, jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken, ob du nicht zufällig daneben geklickt hast. Freier Modus, wir haben lediglich das Leben und das O2, das O2, also Sauerstoff. Ah, okay. Ich dachte schon, er hätte tatsächlich auf freier Modus geklickt. Starten den Überlebensmodus. Machen wir mal. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich kenne das Spiel, das ist nichts Neues für mich. Naja, das ist, Rainerle, das ist Standard bei dir. Tatsächlich. Du spielst eigentlich immer nur Spiele, die du kennst. Von wegen, also auch wenn da Blind steht, ne? Keine Sorge, er hat auf jeden Fall schon in irgendeiner Form sich das Spiel angeschaut. Er hat auf jeden Fall auch irgendwelche Rätsel schon sich angeschaut. Und wenn nicht, dann googelt er halt schnell nach irgendwelchen Rätseln. Ja. Also Rainer spielt eigentlich so ziemlich keine Spiele blind, weil er halt in der Regel immer nur sein eigenes Können zeigen möchte, in Anführungsstrichen Können. Und ja, sich beweisen möchte. Ja, das ist es halt. Ich habe damals bei German Let's Play, nicht bei German Let's Play, bei Zombie habe ich es damals das erste Mal gesehen. Ah, ja, toll. Und ja, das ist damals schon ein geiles Spiel gewesen. Ich habe das schon über Jahre immer wieder versucht aufzunehmen, hat leider nie funktioniert. Hast du nicht schon mal Subnautica aufgenommen? Oder war das der zweite Teil, Below Zero?
Übrigens dazu, ja, ich habe Subnautica gespielt, aber nur den zweiten Teil, also Below Zero. Den ersten Teil habe ich tatsächlich nie gespielt. Weiß ich nicht. Nachdem ich den zweiten Teil gespielt hatte, hat mich der erste irgendwie gar nicht so interessiert. Jetzt lege ich richtig los. Ja. Jetzt lege ich richtig los. So, wir können natürlich jetzt überspringen, das machen wir nicht. Nee, nee, nee. Danke, Rainer, danke. Oh, oh. Rainer, du musst es nicht kommentieren. Wir wissen, du kennst es. Das hört sich nicht gut an. Achtung, Schockwelle. Oh Gott. Rainer. Oh, oh. Oh, oh. Rainer, sowas kann man machen tatsächlich, wenn man es blind spielt oder so. Aber du kennst das doch alles schon. Du musst jetzt hier nicht einen auf Entertainer machen. Und Schuck. Ja. For small. Danke. Wir haben vorhin den Sprung im Bildschirm. Ja, Leute. Nee, Rainer, das ist der Sprung in dem Visier, was wir als Helm aufhaben. Ne? Das ist es. Ja. Das ist der Start von, oder? Subnautica. Wohlgemerkt, ich habe sowohl Subnautica als auch Below Zero. Ja. Wir werden also auch Subnautica Below Zero spielen. Och, danke schön. Das freut mich ja. Gut gemacht. Techno wäre sehr gut. So. Ah, so. Okay. Hm. Unser Tablet. Ja. Starte Notfallmodus. Na, tada. Okay. So, als erstes mal, es ist extrem bescheiden, dass man leider keinen deutschen Modus hat in dem Spiel. Also es ist natürlich alles... Rainer, es ist alles auf Deutsch. Also ja, die Vertonung ist auf Englisch, aber du kannst doch alles lesen. Es ist auf Deutsch, aber es ist halt leider nicht auf Deutsch gemacht. Das ist jetzt das, was wir im Prinzip gerade hatten. Das ist ein Outlog, das labert uns wieder vor. So, jetzt will ich hier die ganze Zeit, dass ich das Tab mache. So, das will ich aber gerade meine Güte. Nicht. Also, zuallererst mal, das hier ist unser Inventar. Mhm. Und das hier ist unser Charakter. Mhm. Dann haben wir hier die Baupläne. Hier können wir bestimmte Sachen herstellen. Kriegen wir im Laufe des Spiels immer mehr. Und das wird auch, hier sind auch Sachen, die kommen noch dazu. Also nicht unbedingt bis hier hinten. Aber es kommen manchmal so zwei, drei Sachen noch dazu. Das ist ganz normal. Das hier ist übrigens schon mal ein ziemlich cooles Teil. Genau, und im Moment können wir noch nicht sonderlich viel bauen. Ja, okay, Rainer, da hättest du vielleicht ein bisschen weiter ausführen können. Warum ist es cool? Aber gut, mach weiter. Das hier sind natürlich zwei sehr wichtige Sachen, die kommen im Laufe des Spiels noch. Ja, okay. Und noch viel, viel mehr. Ja, ja, ja. Man kann jetzt auch anheften, dann weiß man rechts, was man machen muss. So, dann haben wir hier unsere Signalbojen. Da werden wir im Laufe der Zeit immer alles mitkriegen. Ich werde die gleich mal, wir machen die mal direkt gelb. Mhm. Das ist dann quasi unsere Startboje. Dann wissen wir immer, wo wir hin müssen. Weil die anderen haben standardmäßig diese Farbe und dann können wir dann nämlich gleich von vornherein unterscheiden. Wenn wir die irgendwann gefunden haben, können wir sie rot machen und wenn wir sie nicht mehr brauchen, können wir sie ausschalten. So, dann haben wir hier Screenshots. Wenn ich jetzt irgendeinen Screenshot mache mit F11, dann haben wir hier einen Screenshot. Mhm. Den können wir uns angucken. Wir können ihn natürlich auch entfernen, weil wir ihn nicht mehr brauchen. Passt. Hier kommen später die ganzen Logs, wir sind jetzt im ersten. Meine Güte, der redet aber auch, es ist völlig ungewohnt, dass er da alles zeigt. Na gut, kann man machen, aber ja, ich lasse ihn erstmal reden. Ersten Tag. Und dann haben wir hier noch die Datenbank. In der Datenbank sind verschiedene Dinge drin, die können wir aber im Moment alle nur so minimal anschauen. Das sind natürlich momentan nur unsere Werkzeuge. Es gibt später auch Kreaturen, da werden wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen müssen. Ist aber im Moment auch uninteressant. So. Ja. So viel zu dem Thema. Dann wollen wir doch erst einmal nach oben. Das erste Mal nach oben ist immer so eine kleine Sequenz. Ja, ja. Wieso auch nicht? Mhm. Also. Das ist die Aurora und das sieht ja schon mal sehr, sehr geil aus. Wir sind mitten im Nirgendwo gestrandet. Ja, im Wasser. So, als allererstes mal zwei wichtige Informationen. Es gibt drei Punkte im Spiel, die sind für uns sehr wichtig. Das ist einmal das hier, das ist die Aurora. Richtig. Dann einmal da hinten dieser Wolkenberg und auf der anderen Seite dieser Wolkenberg.
Schön. Das sind drei Punkte da drüben und da drüben. Achtung, Spoiler. Aber das Spiel ist schon so alt, das sind die Festland. Also das da ist ein Festland und das da ist ein Festland. Das sind diese zwei Wolkenberge. Das ist nämlich eigentlich kein Wolkenberg, sondern eigentlich ein Schatten in den Wolken. So. Mhm. Okay, wir gehen nochmal nach drinnen. Denn es gibt zwei Videosequenzen und ich möchte auch die zweite Videosequenz gerne mal haben. Und da gehen wir nach unten. Genau. Ja, okay. Das jetzt als Videosequenz zu sehen, naja. Und das ist nämlich genau jetzt unser Ding. Wir müssen hier rumwursten und rumwursteln und Sachen sammeln. Jetzt am Anfang sind wir noch recht langsam. Mhm. Ah, das ist schon mal sehr praktisch, dass der hier rumgurkt. So. Gib mir das mal, Kollege. Sorry, ne? So. Hey, Kollege, her damit. Du hast dich ablenken lassen, Rainer. Ne? Gut, dann eben nicht. Wow. Dann eben nicht. Na, stirbst du schon? Genau, wir müssen hier, als anders als im anderen Survival Games, müssen wir hier auch auf unsere Luft achten. Ja, das ist in normalen Survival Games eigentlich üblich, Rainer. Ne? Also zumindest, wenn du halt tauchen gehst. Ne? Also da musst du auch auf deinen Sauerstoff achten. Du hast auch nicht unbegrenzt Sauerstoff in anderen Survival Games. Das ist schon dasselbe. Ich nehme mal, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Haben wir jetzt 4? Jetzt haben wir 4. Ich will 4. Das ist gut. Hm. Sehr gut. Okay. Okay. Wir müssen jetzt erst einmal ein bisschen gucken, dass wir mal die ersten Ressourcen sammeln. Ja. Wie gesagt, das ist für mich jetzt der Vorteil in dem Spiel. Ich kenne mich aus und weiß, was ich machen möchte und was ich brauche. Na dann mal los. Mal kurz auftauchen, dann wollen wir mal kurz abtauchen. Dann snacken wir uns das hier mal ein. Snacken wir uns das hier mal ein. Ja. Dann hätte ich gerne 2 oder 3 davon und dann wird unser Inventar voll sein. Habe ich da gerade noch ein Ding gesehen? Ein Ding. Okay. Also ich bin hier mal gespannt. In dem anderen Safe Game war ja irgendwie 20 Stunden. Ich hoffe nicht, dass Reinhard so lange braucht. Ja. Aber wer weiß das schon. 20 Stunden, das sind ungefähr 40 Parts dann. Ja, schauen wir mal. So, sehr wichtig an der Stelle ist, es gibt zig verschiedene Kreaturen. In dem Spiel. Solche wie die hier sind lieb. Solche wie die hier bieten uns Nahrung. Nahrung, okay. Sowas wie die Pflanzen hier bringen uns verschiedene andere Ressourcen. So, jetzt müssen wir einmal hier hoch. So, unser System funktioniert so. Das hier ist kaputt, können wir nicht aktivieren. Hier haben wir etwas, das sorgt dafür, dass wir uns heilen können. Ein Medikit, ja. Und hier drinnen haben wir ein bisschen Notfallproviant. Den lassen wir aber drinnen, weil der ist länger haltbar. Na. Dann gehen wir hier rein, hier können wir einen Fisch brutzeln. Genommen beide Fische. Ja. Ja, Rainer, das ist so. Das ist so. Hast was gegessen, sehr gut. Die labert uns jetzt die ganze Zeit zu, deswegen werde ich einfach mal ein bisschen drüber labern. Einmal stellen wir damit. Ja, sehr gut, Rainer. Das ist auch sehr gut für die Konzentration deiner Mitspieler. Deiner Zuschauer. Hier ein bisschen Eisen her. Das ist aus diesem Metallschrott, den wir kriegen. Aber Titan. Dann brauche ich einmal das hier. Und eines der wichtigsten Dinge in dem Spiel ist natürlich immer, also in Survival Games allgemein, ist natürlich die Herstellung der ersten Waffe. Und da machen wir jetzt unsere erste Waffe. Ein kleines Messer. Den Feuerlöscher nicht. So. Ja. Ich werde übrigens am Anfang viel Escape drücken, das ist keine Absicht. Also das jetzt gerade war natürlich Absicht. Aber das war jetzt zum Beispiel keine. So. Mhm. Okay. Ich würde gerne eine Batterie herstellen. Dafür brauchen wir 2 von diesen Pilzen. Jetzt haben wir zum Beispiel das hier, die Energiezelle bekommen. Jetzt haben wir zum Beispiel die Ding für die Energiezelle bekommen, die Blueprint. Das ist ganz neu. So, hat sich jetzt hier quasi dazwischen geschoben. Ich glaube, ich brauche noch einen zweiten hier, der Ding und so
bedient. Das ist ja wow. So, hier sind bereits neue Logs. Ja, die schauen wir uns mal so kurz an. Ich werde sie aber nicht alle abspielen, weil das würde viel zu lange dauern. Mhm. Und wir wollen im Spiel auch vorankommen. Ja. So, wir haben jetzt noch zwei Pilze. Der eine ist da, die zwei anderen sind da drin. Wir brauchen immer zwei Pilze und ein Kupfer für eine Batterie. Ja, und schon wieder Escape. So, dann benötigen wir nochmal ein bisschen Treibstoff, hätte ich gerne. Mach das. So, vielen, vielen Dank. Mein Gott, dann Rainer! Rainer! Du musst wirklich mal so ein bisschen auf deine Sprache achten, was du da raushaust. Wir sind erst 10 Minuten im Spiel und du haust hier schon 24 Mal so raus. Das ist fast jede, oder mehr als jede halbe Minute ist ein so. Das ist schon viel. Na gut, er redet auch viel, ne? Im Gegensatz zu Story of Seasons redet er tatsächlich hier sehr viel. Scanner. Und schnell. Der Scanner ist sehr, sehr wichtig. Hm. Erklärst du es auch? Damit haben wir auch gleich mal mehr Luft, weil ich habe jetzt nämlich einen Tauchertank hergestellt. Hm. Also Reinalde erklärt es. Und für einen verbesserten Tauchertank. Reinalde erklärt es nicht. Dieser Scanner, mit dem kann man halt Schrott scannen, den man überall rumliegen findet. Und dadurch erhält man dann diese Blueprints, die er ja auch gerade nutzt, um dann halt weitere Sachen herzustellen, wie zum Beispiel irgendwie so einen kleinen Motor, mit dem man sich da durchs Wasser bewegen kann. Oder irgendwelche Konstrukte oder was weiß ich was. Deswegen ist dieser Scanner so wichtig. Dann brauchen wir jetzt zweimal Glas, vier Titan, einmal Silber und einmal die Taucherflasche. Die Taucherflasche haben wir natürlich, die haben wir schon ausgerüstet. Naja, ich dachte, du pinn es doch an, diesen Blueprint. So. Ah ja, so. Jetzt müssen wir uns einmal, ich würde gerne einen selbst scannen. Ja, warte, F. Wie hat man das gemacht? F. Ah ja. So, das hat keinen Sinn, denen nachzuschwimmen. Mhm. Weil die sind zu schnell für uns. Jetzt gerade hier am Anfang sollten wir alles, was wir können, scannen. Mhm. Ein Vorteil für uns ist natürlich, das hier ist übrigens etwas, was ins Wasser gibt. Der Blasenfisch, ja. Genau. Genau. Und der Scanner ist wirklich, wirklich wichtig, weil mit Hilfe des Scanners können wir alle möglichen Arten von Sachen scannen und uns entsprechend auch direkt neue Sachen holen. Zum Beispiel können wir das hier scannen, die Tischkorallen sind für eine Vielzahl von Sachen wichtig. Ich hätte gerne eine davon mal. Ich nehme mal gleich drei mit, weil manchmal muss man die extrem lange suchen. Mhm. Wenn wir die jetzt direkt am Anfang haben, ist das von Vorteil, auf jeden Fall. So. So. Wir haben leider keine Lampe am Anfang. So, das hier war vorhin ja schon etwas, wo ich gesagt habe, es ist sehr gut. Dass wenn wir scannen, bekommen wir eins von zwei. Das ist schon mal praktisch. Diesen Seegleiter, das ist der Motor, dafür schrecken, den ich meinte, für das Wasser. Ja. Seegleiter. So. Das hier brauchen wir definitiv auch. Ah, oh, Rainer, du wirst angegriffen. Pass auf. So. Pirscher sind nervige Kreaturen. Mhm. Aber Fische sind nervige Kreaturen, aber sie machen nicht so viel Schaden, wie sie machen könnten. Wie sie könnten? Und vor allem Wie sie könnten? Okay. Spielt es keine große Rolle, wie viel Schaden sie machen. Ach so. Denn für uns ist es erstmal nicht wirklich von Belang. Naja, du hast schon ein bisschen Leben verloren da. Dafür sind sie viel zu schwach und auch viel zu große Feiglinge. Feiglinge? Sobald man sie nämlich einmal mit dem Messer trifft, flüchten sie. Naja, du hast sie gerade eben schon mit dem Messer getroffen, sind immer noch da.
Man kann übrigens auch oben, das kann ich auch nochmal zeigen, man kann übrigens auch auf den Tank rauf, wenn man hier drauf drückt, ja, kann man auch mal nach oben klettern. Toll. Waren wir ja schon. Aber auch nicht wirklich weiter, außer dass es uns wieder reinbringt. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Stoff herstellen. Stell mal Stoff her. So, dann würde ich gerne einmal Wasser herstellen. Oder eigentlich stellen wir gleich zweimal Wasser her. So, ich muss ein bisschen drauf gucken. Die erste Folge wird so, wie sie bei mir immer ist, auf 30 Minuten erhöht. Also, so, okay, ja. Das ist eigentlich, also es gibt keine festgesetzte Zeit bei dir, Rainerle. Das schwankt immer zwischen 20 und 30 Minuten. Also wir haben es ja bei Story of Seasons gesehen. Auch da war es immer zwischen 20 und 30 Minuten, je nachdem, wie du halt die Zeit vergessen hast. Ich hätte gerne Silikon, dafür müssen wir nochmal los. Das war die falsche Richtung, macht aber nichts. Okay. Da können wir gleich mal mitnehmen. Das ist nie verkehrt, wenn wir da mal ein, zwei in Reserve haben. Na, Reinhold? Wie gesagt, Pirsche sind Feiglinge. Ja, Reinhard, genau, die sind Feiglinge. Ein Schlag und sie sind weg. Genau. Ah, schaut mal, die perfekte Gelegenheit, ihn nochmal weiter zu scannen. Sehr gut, wir haben ihn auch gescannt. Ja. Okay. Genau, das können wir... Nee, können wir nicht scannen, okay. So, mein Lieben, noch mal ein paar Silikon. Ich freue mich auf den Zeitpunkt, an dem er tatsächlich von Pirschern drauf geht. Ne? Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Silikon wir brauchten. Wartet. Ich warte. Das Wasser können wir übrigens mehr herstellen, weil das kann nicht kaputt werden. Die Fische dagegen können durchaus kaputt werden. Kaputt werden. So. Wird ja kaputt gehen gesagt, aber. Okay, wir brauchen das Reparaturwerkzeug, das kriegen wir hin. Das hier bringt uns eh noch nichts. Das kriegen wir hin. Ja, genau, die Aurora hat gerade einen ziemlich instabilen Tag hinter sich. Tag! Einen instabilen Tag. Rainer. Die ist aus dem Weltraum abgestürzt ins Meer. Dass sie einen instabilen Tag hinter sich hat, ist schon weit untertrieben. Interessante Frage. Das ist soweit erstmal alles. Ich glaube, das kommt jetzt darauf an, wie wir vom Ding her zurechtkommen, aber Ding. Ich glaube, wir würden den ersten Part beenden, sobald die Aurora in die Luft geflogen ist. Aha. So, ich möchte hier mal eben gucken. Jo, das war, was ich wollte. Autsch. Also, ich wollte jetzt keinen Schaden nehmen, aber ich wollte das hier haben. Ja, Rainer erklärt es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht. Das sind so Fische, die auf dich zuschwimmen und dann explodieren. Ja, die sind schon ein bisschen nervig. Aber mal sehen, ob diese Pirsche, die ja so feige sind... ihm jetzt immer noch so egal sind, mit ein Drittel Leben. Oder ein Viertel. Denn da drin ist das, Drittel. Was wir für das Reparaturwerkzeug brauchen. Ja. Und das Reparaturwerkzeug ist gerade etwas, was wir sehr gut gebrauchen können. Ja. So, alles andere müssten wir für das Reparaturwerkzeug doch sogar schon haben, oder? Perfekt. Anscheinend. Sehr gut. Und damit bekommen wir auch unsere erste Nachricht.
So. Wir wissen jetzt schon, dass wir hier, wo die einzigen Abstürzenden sind, oder das erfahren wir jetzt nach und nach. Oh, wir sind aber sehr Eher die einzigen Überlebenden, würde ich mal behaupten. nah an dem roten Gebiet. Wieso ist es nicht immer dasselbe? Ändert sich die Position, in der man abstürzt? Weiß ich gar nicht. Sehr nah. Okay. Das interessiert mich jetzt. Ändert sich da in irgendeiner Form die Absturzstelle? Ich habe ein bisschen gegoogelt, ich konnte jetzt nichts Eindeutiges finden, aber es sieht für mich danach aus, als wenn die Absturzstelle eigentlich immer gleich ist. Ne. Aber gut, wenn Reinle sagt, wir sind sehr nah an irgendetwas dran, was ihm eigentlich nicht so bekannt ist, wer weiß, wer weiß. Sehr, sehr nah. So, es gibt verschiedene Arten von diesen Scan-Teilen. Scan-Teile. Mal kurz die Orientierung behalten. Ja, du Okay, weißt, da ist. ja, Rainer, du hast doch hier rechts dein kleines Symbol für die Kapsel da. Also ungefähr müsstest du ja wissen, wo du bist. Schon mal etwas, was uns sehr viel wichtig ist. Sehr viel wichtig. Ja. Sehr gut. Das hier ist etwas, was uns sehr, sehr weiterbringt, weil das hier wollen wir auf jeden Fall haben. Denn hier können wir sehr viel einscannen. Einscannen. Und diese Sachen, die wir hier einscannen können. Oh, und da ist ein. Oh, wir haben einen sehr. Das muss ich mal kurz loswerden. Wir haben einen sehr, sehr interessanten Start hingelegt, auf jeden Fall. Okay. Das sieht sehr gut aus. Oh. Oh, das ist sogar was, wo man rein kann. Okay, das sieht richtig Bombe aus. Wir haben einen sehr guten. Der Start ist immer random in dem Spiel. Das muss Okay, wenn Rainer das sagt, nehme ich es jetzt einfach mal so hin. man an der Stelle sagen. Der Start ist immer random und wir haben einen offensichtlich sehr guten Startpunkt hingelegt. Okay. Wir haben einen überaus guten Start Ja, hingelegt. ist ja gut, Rainer. Kannst du mir auch erklären, warum? Ich bekomme gerade das Gefühl, Na. dass wir in diesem Teil hier schon sehr viel weiterkommen, als ich gedacht habe in der ersten Folge. Na, da bin ich ja Wir mal sind jetzt auf gespannt. 19 Minuten. Ich glaube, wir kriegen das hin. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist dieses Teil, was explodiert. Und sehr Ja, und gut. da hat es jetzt umgehauen. Ah, oh, sehr Das kommt schön. davon, wenn man nicht auf sein Leben achtet. Das kommt davon, wenn man nicht auf seine Umgebung Oh achtet. nein. Ah, Du das habe ich hast mir ein. gedacht. Natürlich haben wir jetzt das Gold verloren. Sehr gut. Nicht so schlimm. Ja. Nervig, aber nicht so schlimm. Halt, wenn wir schon mal hier sind, ich würde gerne was machen. Ich wollte nämlich eigentlich ohnehin zurück. Ich werde hier einen Todecounter einbauen. Ne? Und der wird die ganze Zeit über mitlaufen. Also wenn wir Subnautica weitermachen, ne? So, So. was ist das? Achso, So, sorry. das hatte ich nicht vor. Das hier wollte ich mir anpinnen. Okay, wir brauchen einen Schmierstoff. Also ich habe direkt zwei Soos gezählt, ne? Das ist kein Problem. Eine Batterie, ist auch kein Batterie. Problem. Kupferdraht dürfte ein bisschen schwieriger sein. Okay, wir brauchen, warte mal, für einen Kupferdraht brauchen wir zwei Kupfer, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kupferdraht, Kupferdraht, Kupferdraht. Warte mal, ich pinne das mal an. Kupferdraht. Ah ja, hier, Kupferdraht, Batterie. Und wie viel brauchst du Passt. jetzt? Okay, und wir brauchen dafür zwei. Das heißt, wir brauchen drei Kupfer. Drei Kupfer, drei Kupfer, drei Kupfer, drei Kupfer. Das kriegen wir hin. Na, Das schauen wir kriegen wir hin, da mache ich mir keinen Kopf. Ah, ein Kreaturenei. mal. Ja, die Lassen wir Frage. mal da, wo es ist. Okay, warum? Das bringt uns nämlich im Moment nicht wirklich weiter. Ja, aber du könntest es ja einfach in dein Inventar packen, beziehungsweise dann in deine Kiste in diesem Überlebenspot. Sulfur is an essential component of the Reaper 230 seconds.
Und du wirst wieder verfolgt. Sehr gut. Aua. Ja, du bist zu langsam. Das ist echt mies, die Aktion. Ja, du bist halt zu langsam für diese Viecherrenner. Die sind immer noch schneller als du. Du brauchst diesen Seegleiter. So, jetzt passt mal auf. Hier die. Man könnte hier eigentlich so ein Camping-Warengedöns machen. Ein was? Ein Camping-Warengedöns? Und dann, wow. Nope. Ja, das bringt Mano. Nichts. Ja. Man könnte eigentlich so ein Pfadfinder-Gedöns machen und dann kommt man da mit einer Leine rein und raus. Was? Hä? Hier. Ach ja. Ich hoffe, da kommen noch zwei von diesen Selbstmordviechern da. So. So. Zwei Kupfer haben wir. Wir brauchen noch einen Kupfer mehr. Hm. Aha. Aha. Mhm. So, dann müssten wir alles haben. Glaubst du? Für den... Ja doch, stimmt. Batterie und Kupfer. Dann müssten wir alles haben, Leute. Dann können wir jetzt eine Batterie herstellen und den Kupferdraht und damit können wir dann den Ding herstellen. Genug Eisen haben wir. Dann haben wir auch direkt in der ersten Folge, noch bevor die Aurora überhaupt in die Luft geflogen ist, schon unseren kleinen Freund dabei. Was Freund. Einmal die Batterie. Einmal den Draht. Und einmal... ist er dann? Halt, hier. Sehr schön. Ja. Toll. Und drückt Escape. Genau. Das ist nämlich, das vereinfacht uns nämlich vieles. So, boah. Hier haben wir schon die ganzen, verschiedenen Dinger drinnen. Dinger, meine Güte. Aber da könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen, das wird immer so aussehen, weil da werden immer mehr Zahlen drinnen sein, außer wenn wir da jedes Mal reingehen, aber das ist dann auch zu aufwendig auf Dauer. So, jetzt passt mal auf. Wir werden uns mal zweimal Glas herstellen. So, dann kommt das alles mal da rein. Er hat nicht gelogen. So. Es ist wirklich actionreicher. Okay, was wir jetzt machen, ist das allererstes Mal. Zumindest actionreicher als Story of Seasons. Einige. Und dann Segel weiter ausprobieren. Ja, mach mal. Ja, das ist immer nervig am Anfang. Ja, was, Rainer, das ist einfach eine ganz normale Sequenz, ich bitte dich. Nur weil du die schon mal gesehen hast, wird die halt nicht einfach verschwinden. So, das sieht doch schon mal deutlich geschickter aus. Okay, unseren Seegleiter haben wir. Ja. Das hat große Vorteile. Da fällt mir gerade übrigens was auf. Wir können das hier an der Seite auch gleich mal mit unserem Reparaturtool reparieren. Mach mal. So, mal reparieren, mal fratzen. Das kann man nämlich mal auch reparieren hier. Da waren so, ne? Ich glaube ja. Komm. Hä, was ist denn das? Ein mehr oder weniger. Wieso lag da ein Fisch? Weiß ich nicht. Wieso lag da ein Fisch, Alter? Weiß ich nicht. Egal. So. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Eigentlich sind wir jetzt im Spiel schon deutlich voraus. Eigentlich müssen wir jetzt erstmal gar nicht mehr so viel machen. Wir sind im Spiel deutlich voraus. Das bezweifle ich. Ah doch, warte. Jetzt haben wir gerade die Info bekommen. Jetzt haben wir gerade die Info bekommen. Da rechts an der Seite haben wir jetzt nämlich so ein Symbol. Das bedeutet immer, dass wir ein neues Ding bekommen haben. Ding. Eine Nachricht. Info. Kommunikator-Nachricht.
Und diese Info wird uns weiterbringen. Ja. So. Genau, so. Ja. Bist du da jetzt hin, Rainer? So, das hier ist schon mal sehr, sehr von Vorteil. Mhm. Was soll das hier für eine komische Bewegung sein, Alter? Das ist die Angriffsbewegung von unserem Messer. Die Angriffsbewegung von unserem Ding gewesen. Ding, genau. Was hier für eine komische Bewegung sein, Alter? Oh, ups, ich wollte eigentlich ein Ding dazu machen. Ach, das ist auch schwierig. Das ist die Angriffsbewegung von unserem Messer. Die Angriffsbewegung von unserem Ding gewesen. Mhm. Das war die Angriffsbewegung von unserem Teil hier, keine Ahnung. Ganz merkwürdige Aktion. Einer Messer. So, das können wir einsnacken, da kriegen wir ein bisschen Kupfer, ein bisschen Ding raus. Ein bisschen Titan. Gott. Ja. Ein Labortisch, warum auch immer wir einen Labortisch brauchen. Weiß ich jetzt so, das nicht. War wieder ein neuer Bohrprint. Blueprint. Hm. Labor. So, jetzt haben wir eine neue Nachricht bekommen, aber das bringt uns im Moment nicht wirklich weiter. Okay. So, dann können wir jetzt auch die Gravitationskanone machen. Nicht Kanone. Falle. Bing. Meine Güte, das ist ja hier. Mann, Rainerle, konzentrier dich mal mit deinen Wörtern. Ja, so. Wir tauchen mal eben auf, um Luft zu holen. Hm. Ich kenne viele Wörter. 60 mal so, ey. Alles nicht so wild. Also früher habe ich richtig Schiss vor dem Spiel gehabt. Aha. Wenn man halt sich nicht auskennt. Oh, schau mal. Schiss. Alter, das ist brutal. Wir wissen immer sofort, wo wir hin müssen. Das ist richtig geil. Oh, Hilfe. Weg mit euch. Mhm. Früher waren die wirklich wild, aber mittlerweile ist es nicht mehr wirklich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also früher habe ich echt Schiss bekommen wegen allem. Und da ist auch direkt, ich frage, das gibt's nicht, Alter. Alles auf einem Fleck, das kann doch nicht sein. Hä? Aber das Wrack hier, da hat es dich doch gerade hingezogen. Wow. Na? Er ist tot, Rainer. Na? Wildes so. Geklicke. Sehr gut. Okay, wir sind mittlerweile sehr nah an unserer Situation. An unserer Situation, okay. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Uah, wo kommst denn du her, Alter? Was hast du von mir? Sehr gut. Sehr gut. Ja, das gemacht. Ist ein ekelhaftes Schwimmviech. Ein Sandhai. Sich einbuddelt. Hm. Wow, wo kommst denn du jetzt her, Alter? Nein, 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 nein. Komischer Kellerassel hier. Ja, diese Kellerassel killt dich gleich. So. So. Mal gucken, ich glaube, hier ist nichts mehr. Glaubst du? Wow. Oh, schaffst du das? Sehr gut, Rainer. Sehr gut. Hast du geschafft. Dann nochmal auftauchen. Und wir sind bei 29 Minuten. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück zu unserem Häuschen. Hm. Rettungskapsel. Ich glaube, nach einer Stunde... Hm? Nach einer halben Stunde, nach einer Stunde reagiert, glaube ich, die Aurora. Also Ingame-Zeit muss man da, glaube ich, eine gewisse Zeit haben. Mhm. So, wir sollten hier auch schon mal Ausschau nach sowas hier halten. Das ist jetzt Blei, das ist gut, aber das ist nicht das, was wir brauchen. Was brauchst du? Was wir bräuchten, wäre Silber. Hm. Dirty
finde es schade, dass sie ansagen, dass man nur noch 30 Sekunden Sauerstoff hat. Ne? Pass mal auf. Wir machen ein Schnellende und Schnellstart. Wir sehen uns in der nächsten... Oh, wir können das sogar so machen. Perfekt. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Tüdelü. Ja. Also, für euch morgen. Nö. Stimmt nicht. Für uns jetzt. Reinhard. Und zwar genau jetzt. Aber, ihr Lieben, wir setzen natürlich den Ding-Counter und den So-Counter zurück. Tode bleiben, keine Sorge. Lass ich so. Ich muss noch ein bisschen das vielleicht nochmal schicker machen. 64 mal so. In einem halbe Stunde Video. Das heißt, alle halbe Minute gab es ein So. Na gut, das hat man auch wirklich gehört. Also So war wirklich omnipräsent. So, meine Lieben. Ja, perfekt. Willkommen zurück beim Drachen und einer weiteren Folge so. Von unserem schönen Spiel. Hm. War das die Ecke, die wir vorhin hatten? Ja. Ja. Ja, das war die. Also wie gesagt, ich habe Subnautica den ersten Teil nicht gespielt, sondern Below Zero. Ich fand ihn großartig, wirklich. Ein schönes Survival-Spiel und dadurch durchs Wasser gleiten, auch mit diesem kleinen Seegleiter hier oder später dann kriegt man dann so ein Tauchpott. Das war schon echt, war schon klasse, hat wirklich Spaß gemacht. Könnte ich eigentlich auch mal wieder spielen, aber momentan gibt es andere Spiele, die meine Aufmerksamkeit brauchen. Ist hier noch irgendwas zu scannen? Nö. Aber mitzunehmen. Ja. Sieht nicht so aus. Ein bisschen Kupfer mitnehmen. Da können wir mal Salz mitnehmen. Salz, ja. Da ist dein Silber. Das war Silber. Richtig. Das war schon mal Silber. Hört sich gut an. Das braucht man halt wirklich. Aber willst du es nicht scannen? Warte mal, stopp. Ist das eine Fahrzeugstation? Das ist ja eine Fahrzeugstation. Ja, aber ich verstehe sowieso nicht, warum du es nicht gescannt hättest. Also, egal, wenn du es nicht von nötig... Also, es wird halt doch öfter auftauchen, oder nicht? Nö, brauchen wir nicht. Sehr schön. Das war eine Fahrzeugstation, Leute. Ja, habe ich gesehen, Rainer. Habe ich gesehen. So, jetzt pass mal auf. Hm. Achso, wie viel Soos glaubt ihr diesmal? Es sind auch 28 Minuten. Ich denke mal 50 mindestens. Wenn es so weitergeht. Jetzt können wir übrigens nicht mehr von denen erwischt werden. Weil wir schneller sind als die. Hm, richtig. Ja, unser Nachteil ist jetzt aber gerade... Na. Was ist denn Nacht? Es ist dunkel, wird und wir nichts mehr sehen. Naja, du hast... Das ist nicht so schön. Was die Lampe. Alles gut. Ein einziges Silber hätte ich noch gerne. Hm. Ja, das Teil da ist ganz praktisch. Es gibt uns nämlich Luftblasen. Sauerstoff. Ja, jetzt ist Spannung raus. Oder? Mal kurz warten, bis die drei Es sind übrigens immer drei Luftblasen. 1, 2, 3. Hm. Okay. Ich bin immer ein wenig vorsichtig, wenn ich ins offene Gelände schwimme. Weil es gibt ja den Reaper. Ein ziemlich riesiges Monsterviech, das einen durchaus ganz schön Schaden zufügen kann. Mhm. Ja. Und das wäre nicht so geil, dem Viech hier zu begegnen. Aber hier, wo wir jetzt sind, dürfte eigentlich nichts passieren, denn wir sind zu nah an unserer Base. Der Reaper ist eigentlich immer in der Nähe von der Aurora. Also es gibt zwei Stellen eigentlich, oder sogar drei Stellen, wo der Reaper rumschwimmt. Aber das ist von uns jetzt gerade zu weit weg. Achso, gut. Sehr gut.
Naja, das ist das Ding. Die Fahrzeugstation haben wir jetzt auch einen Teil schon gelernt. Das ist auch super. Wartet mal, was brauchen wir? Wir wollten das hier machen. Wollten wir? Ah, okay, perfekt. Können wir sogar schon machen. Ich dachte, wir brauchen zwei. Escape, sehr gut. So. Das ist die verbesserte Taucherflasche. So, dann brauchen wir den hier. Ich dachte schon, da wird jetzt keine Soße mehr kommen. So. Also, okay, wir sind schon fulle full. Was sind wir? Okay. Was ich gerne machen möchte, das vergesse ich jedes Mal am Anfang. Na. Und zwar wirklich jedes Mal. Ah, schaut mal, Kreislauf. Ah, sieht mal, okay. Jetzt braucht man Kabelsatz, dafür braucht man zwei Silber. Deswegen habe ich das falsch im Kopf gehabt. Du wolltest. Laserschneider ist noch unbekannt. Ach so, nee, das vergesse ich nicht am Anfang. Das kann man am Anfang nicht bauen. Das ist Ja, der Unterschied. was denn? Richtig, da war was. Also hier, man kann immer den Kabelsatz bauen und beim Kabelsatz braucht man zwei. Ja, aber Wir was? können das auch mit Rechtsklick übrigens anheften. Ja, ist ja schön, Genau. Reinhard, aber was willst du denn bauen? Genau. Wir können auch dafür schon mal ein bisschen die Augen offen halten. Da Ja. wäre halt natürlich Gold jetzt eigentlich praktisch gewesen, wenn wir gehabt hätten. Ist aber leider draufgegangen. Aber gut, so ist es nun mal. Dieses so habe ich jetzt nicht mitgezählt, ne? So ist es nun mal. Ja. Oh, das ist halt echt hart, ne? Ja, da kommen wir leider noch nicht runter. Aber es ist krass, dass wir direkt hier daneben sind. Das ist voll heftig. Da können wir richtig schnell richtig viel machen. Das freut mich. Ich hoffe, es ist dann noch schnell vorbei. Das müssen wir auch mal scannen. Das sind ja verschiedene Ablagerungen, die uns verschiedene Sachen bringen. So, bisschen Glas mitnehmen. Ah ja, die Dinger, das sind auch dreckig, ey. Ding. Das sind so kleine Pflanzendinger, die einem attackieren, wenn man ihnen zu Dinger. nahe kommt. Ein Scannerraumfragment. Au, du kleiner dreckiger Pisser, Alter. Beinahe beherrsch dich. Ich hasse diese Dinger. Dinger. Wir sind ganz schön weit weggeschwommen. Ja, mit dem Segleiter geht's auch schnell. Aber was wir gleich mal scannen können, wenn wir schon dabei sind, sind die Teile. Alles scannen. Ah, schaut mal, ein Seemottenfragment. Nee, das ist ein. Oh, ein Bioreaktor. Sehr, sehr von Vorteil. Ich denke mal, da ist vieles von Vorteil in diesem Spiel, Ah, was du schaut mal, das da war auch noch kennst. was. Ist mal. Ach, stimmt, das konnte man. Das kann man aus irgendeinem Grund nicht scannen. Das weiß ich bis heute nicht, wieso. Das sind nicht Grundbausteine? Warum sollte man die scannen? Die sind doch schon bekannt. Aha, Hey, guck mal. Silber. Ja. Ja, nachdem Rainer dir jetzt alles Oh, erzählt hat, Alter, voll erschrocken. kommen wir jetzt Da langsam. unten würde ich eigentlich gerne runter, aber das bringt uns aktuell nicht wirklich Und was. kannst du auch nicht. Ah, Mini-Pilze. Okay. Nachdem Rainer dir jetzt alles soweit erzählt hat, ne, wird es ruhiger und ja, wir schauen mal weiter. Wir brauchen definitiv noch weiter. Also Kupfer ist definitiv nicht verkehrt, aber wir brauchen definitiv ein bisschen mehr. Silber. Ein bisschen mehr eben. Ist, ja. Genau. Das ist definitiv die Aussage, die ich treffen wollte. Hexe selber.
Laserschneiderfragment, das ist sehr gut. Ja, Rainer, ist alles sehr gut. Schade. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass dieses Spiel das ansagt. Ach so, hinter der Aurora ist übrigens auch eine. Hinter der Aurora ist übrigens auch eine von diesen. Auch einer von den Reapern. Uah. Oh, du Sackfalte, ey. Einer. Genau, die Teile sind übrigens. Diese Viecher hier sind übrigens auch eine Pulle. Du sollst einen Selbstscan durchführen, Rainer. Beschatzt wohl. Mhm. Und sie tun einem nichts. Wenn sie halt gerade irgendwelche Viecher transportieren, die auf einen losgehen. Ja, so eine Koralle? Oder was? Oder ist es. So, mal gucken. Ich war ein bisschen zu hoch gestochen mit meinen 50 Dingen. Er ist wieder zurück auf ein Ding pro Minute. Ah, schaut mal. Ja. Das war wirklich zu viel gesagt. Manno. Habe ich Ding gesagt? Ich meinte so. Ne? Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr. Jetzt bin ich selber verwirrt. Rennel ist bei ein so pro Minute angekommen. Kein Silber zusammen. Gold. Kupfer. Um die Verrecken, kein Silber. Das ist echt. So, dafür hast du Gold bekommen. Nein, eine Seemotte. Und sehr gut. Ich hasse dieses Viech. Einfach mal ins Leere schlagen. Da ist ein Sandteil drin, Rainer, pass auf. Ah ja. Nimm doch mit. Oder auch nicht. Ja, übrigens, wenn man tiefer im Wasser ist als 100 Meter, dann braucht man mehr Sauerstoff. Ja. So. Deswegen ist es immer etwas problematisch. So, es kommt schon. Na, da drinnen findet man kein Silber. Das ist kein Sandstein. Silber findet man nur in diesen Sandsteinteilen. Bäh. Da war schon wieder so ein komisches Stacheltalviech. Mhm. Hier bräuchten wir einen Laser, Alter. So, sehr cool. Da haben wir einen Scannerraum gefunden. Sehr schön. Gut gemacht, Rainer. Ein Stück vom Scannerraum ist nie verkehrt. Da ist noch ein Stück von der Seemotte. Mhm. Dann braucht man noch eins, dann haben wir es. Oder braucht man da zwei? Nee, wir brauchen bloß eins, okay. Jetzt haben wir das Seemottenfragment. Was wir jetzt bräuchten, wäre noch. Du hast das Seemotten-Blueprint, aber okay. Das ist die Herstellungsmöglichkeit von dem. Na. Einer? Die Herstellungsmöglichkeit von dem von der Fahrzeugstation. Mhm. Denn nur damit können wir das auch herstellen. Sonst wird es uns nichts bringen. Oh, du schwimmst aber sehr weit in meinem Gebiet, Kollege. Einer. Die machen immer so ganz, ganz merkwürdige Geräusche. Ja, das sind halt die Wale oder was weiß ich, so das darstellen, ne? Oder sowas ähnliches. Für mich sind das so Wahlgeräusche. Okay. Okay. Aber also ich brauchte nur noch ein bisschen Silber. Mhm. Ja, dann mal los. Silber brauchen wir auf jeden Fall für einen Kabelsatz. Ja. Ich glaube, Silber findest du in diesen Höhlen da. Genau. Richtig. So viel ist schon mal sicher. Und los. Oh oh. Schnell weg. Hilfe. Haha. Hm. Ha. Ja, haha. Ha. Sofern du nicht gegen eine Wand fährst, sollte es eigentlich kein Problem sein. Einer, hörst du das? Oh oh. Oh oh. Haha, ich bin schneller als du.
Ja, das ist dieses. Oh Mann, ey. Was soll man dazu sagen? Okay, jetzt haben wir zwei Silber, aber das reicht uns bei weitem nicht, weil wir brauchen deutlich mehr. Klar, ein bisschen mehrere Aber Sachen bauen. Schätze bauen sich ja auch nicht von alleine. Naja, doch, eigentlich schon, ne? Mit diesem Teil da, diesem Erzeuger oder keine Ahnung, was das da sein soll, Konstruktor, bauen die sich quasi wie von alleine. Aus zwei Jetzt bin Silber. ich am Überlegen gerade, was wir zuerst machen. Hey, ein Büschelzaun. Büschelzaun ist gut. Büschelzaun brauchen wir. Aha. Büschelzaun ist recht selten, oder eigentlich ist er nicht selten, aber man findet ihn so schwer. Weil wenn da hier ein Büschelzaun liegt, den findet man nicht. So. Wir müssen uns übrigens dann gleich mal darauf gefasst machen, dass wir unsere. Na, einer. Ja, da war nochmal der Hinweis, dass wenn wir uns verlaufen, Verlaufen. dass wir da mit einem Item rein und rauskommen. Welchem Item? Haha. Der ist wirklich. Rainer ist wirklich einer der wenigen Leute, die diese Let's Plays machen oder gewollt Let's Plays machen, die dann irgendwie so Trash-Talk mit diesen NPCs oder Tieren oder ähnliches halten. Ausgetrickst. Das ist mir wirklich bei Rainer, fällt einem das so Nochmal richtig auf. mitnehmen. Er ist auch einer der wenigen, die in Story of Seasons, oder ich würde mal sogar fast sagen, der einzige, der in Story of Seasons oder Harvest Moon halt Beef mit irgendwelchen Charakteren da hat. Also einen eigenen kleinen Kleinkrieg da. Diesmal kein Kommentar. So. So, ja. Und wieder zurück. Alter, sind diese Biester nervig? Ja. Okay, Du hast es nicht damit haben wir mitgenommen. erstmal full equipped. Achso, wolltest du nicht Jetzt mitnehmen, okay. überlege ich gerade, Ich muss was auch. am schlauesten wäre. Wahrscheinlich wäre am Ich muss auch aufhören, ach so zu sagen, die ganze Zeit. Ne? Ich merke das ja bei mir selber jetzt auch. sinnvollsten, wenn wir jetzt erst einmal Kabelsatz herstellen. Mach mal. Und ich weiß, dass wir da ein Ding haben, aber ich möchte da gerade noch nicht drauf Ah, eingehen. Ding. Also, wir stellen auf jeden Fall erstmal davon welche her. Mach mal. So, dann brauche ich einmal den hier. Computerchip ist definitiv sinnvoll. Kabelsatz, einen erweiterten Kabelsatz. Was wir jetzt bräuchten, wäre halt eigentlich eine Fahrzeugstation. Eine Fahrzeugstation können wir aber noch nicht bauen, da fehlen uns noch zwei Teile. Das ist das Teil hier. Richtig. Warum braucht man das? Weil wir das hier nur herstellen können, wenn wir das hier hergestellt haben. Das ist genau der Punkt, um den es mir gerade geht, nämlich. Sicher? Das ist doch egal. Deswegen überlege ich jetzt gerade, ob es sinnvoll ist, einen Kabelsatz herzustellen. Wofür wollten wir den Kabelsatz erst einmal? Wofür haben wir den? Wir brauchten den für das Kreislauftauchgerät, ne? Dann stellen wir ihn her. Komm. Das ist ja der Geiz. So. Dann brauchen wir das. Dann brauchen wir ein bisschen Gummi. Hat Gummi gesagt. Ja, ihr Scherzkekse. Ach nee, sorry. Ich brauch Polyester. Rainer, du, da ist niemand bei dir. Es redet keiner neben dir oder ähnliches. Ne? Es ist wieder dein kleines Gehirn da, was irgendwelche Sachen abspult. Dann nicht Gummi. Ja. So, stopp. Hier. Kreislauftauchgerät. Sehr gut. Das Kreislauftauchgerät sorgt dafür, dass wir tiefer runterkommen. Ja, steht ja auch Es da. ist also eigentlich schon ein, ja, doch wirklich sehr wichtiges Utensil.
Dein Auf jeden Fall. Inventar ist voll. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, uns eine Luftpumpe zu bauen. Die Luftpumpe. Einer, was ist los mit dir? Eine Luftpumpe ist eigentlich sinnvoll, wenn man sehr tief runter will. Das Problem daran ist allerdings, wenn man das baut, kann man das nur an einer Stelle benutzen. Und das muss man wieder abbauen und wieder anbauen. Und das nervt einfach unglaublich. Was ich gerne machen würde, ist, ich würde gerne das hier herstellen. Na klar, dafür braucht man einen Kabelsatz. Das hätte ich mir natürlich vorher denken können. Okay, Leute, also. Du hast dein Atemtauchgerät vergessen, Reinhold. Das liegt da immer noch auf der Station. Zurück ins Wasser und wir brauchen weiterhin einmal ein bisschen Silber. Dein Inventar ist voll. Eine Sekunde. Ja. Wir wollen ja unseren Kabelsatz nochmal anpinnen. Und dein Inventar. Ja, so. Für den erweiterten Kabelsatz brauchen wir natürlich noch Gold. Ja, natürlich. Ja, aber. Das war ja absehbar. Rainer, dein Inventar ist voll. Du kannst doch kaum irgendwas damit mitnehmen. Hätte ich auch rechnen können. Hä? Okay, dann werden wir uns das mal unsere Energy nachladen. Ist natürlich sinnvoll, dass ich die Kreislauftauchermaske da nicht mitnehme. Richtig. Und dein Inventar ist voll. So, das Blei lasse ich erstmal da, auf jeden Fall. Den Pirscherzahn lasse ich erstmal da, auf jeden Fall. Das Teil brauche ich nicht da lassen, das Gold lasse ich da. Den lasse ich auch da. Gut. Nur für alle Fälle. Er drückt immer Escape. So, das snacken wir uns alles ein. Oh, wir müssen eine Batterie herstellen. Eine Batterie. Habe ich davon noch einen? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch wieder zu einfach gewesen. So. Und ich wette, jetzt habe ich einen Kupfer zu wenig, um zwei herzustellen. Wetten? Ah, doch, müsste eigentlich reichen. Ja, weil wir haben nämlich noch die Kupferdraht herstellen können. Okay. Dann sind wir doch eigentlich soweit schon mal ganz fresh unterwegs. Natürlich. Jetzt ist es natürlich dunkel. Och, Manno. Das ist ja immer so ein... Wir haben eine so gute Startlocation und wir haben so viel Pech. Was heißt Pech, Renner? Das ist einfach die Zeit. Das ist unglaublich. Nee, das ist eigentlich nicht. Na, wobei hier geht's sogar noch. Silber. Jetzt kommen wir an einen Punkt, an dem Reinhard vielleicht ertrinkt. Wir kommen mit dem Kreislauftauchgerät, ich glaube, 300 Meter tief. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder waren es 100? Ne, 150 sind es nicht. Ich überlege bloß gerade, ob wir da runtergehen sollten. Oh, mach doch. Das ist halt auch die Überlegung, ob wir hier runtergehen sollten. Und wenn wir runtergehen sollten, könnten wir theoretisch gesehen auch schön. Na. Ja. Quallenpilze. Dann könnten wir nämlich eigentlich, das war nämlich mein Gedanke vorhin. Ich weiß, ich spreche gerade nicht aus, was ich denke, sorry. Das habe ich mittlerweile bei dir richtig kennen und lieben gelernt, Rainer, dass du Gedanken für dich behältst und einfach nur so sagst, ja, das machen wir jetzt so. Bitte sagt da ist Silber drinnen. Kein Silber, ist Blei. Bitte Silber. Da war Silber drinnen. Ja. Oder das? Moin, Kollege. Lass dich mal scannen, bitte. Thank you. Thank you, brother. Oh, so, dann wollen wir mal. Ich habe übrigens angefangen, das kann ich jetzt schon mal rausposaunen. Ich habe übrigens angefangen, wieder mehr mit Englisch zu machen. Also, ich lerne jetzt gerade Englisch. Ja. With extreme speed, ne? Vielleicht auch ein bisschen zu dingsig rüber. Zu dingsig? Ah, oh, sehr schön. Reparaturwerkzeug. Ich hätte gerne den Laserschneider. Dingsig. Okay, jetzt passt auf. Ja. Pass auf. Ach ja, schaut mal. Da, das ist eine Stasiskanone, die ist auch ziemlich geil. Einmal. Ich dachte, das wolltest du nicht. Jetzt überlege ich gerade, wie viel brauche ich. Ich brauche mindestens. Ganz fünf herstellen. Das sind immer fünf, oder? Stück, die man da baut. Ah, okay. Sorry.
data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Ja, das passt auf. Schön weit weg. So, und jetzt müssen wir die hier anbauen. Dann mal los. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Und das ist dann auch genau das, was so nervig ist an dem Quatsch. Ja. Der Witz ist, man kann halt jetzt... Oh. Man kann sich jetzt hier halt auffüllen. Ja. Aber nicht an den anderen Standpunkten. Ja, das wäre ja Quatsch. Ja, und das war es nämlich auch schon wieder. Sehr schön. Ja, an den Punkten hier, wo es verbunden ist, kann man sich nämlich nicht runtersnacken. Runtersnacken, ja. Macht die Sache etwas nervig. Hm. Auf der anderen Seite braucht man das aber an einem bestimmten Punkt im Spiel auch nochmal. So, wir machen nochmal 5. Und was wir machen können, ist, wir wollten einen Kabelsatz herstellen. Wollten wir das? So. Cool. Dann haben wir alles. Escape. Dann sind wir eigentlich auch ready dafür. Das freut mich schon mal. Wir sind ready, okay. Okay, na dann mal los. Sehr gut. Mhm. Jetzt weißt du noch, wo dein Luftpumpengerät ist? Ah, da ist es ja. Gut, schade. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Das ist mir gerade... Ah, okay. Das ist mir gerade spaßeshalber so gekommen, ob das geht. Tja. Als ich zurückgeschwommen bin, ist mir das gekommen, ob das gehen könnte. Aber das geht tatsächlich. Anscheinend, ja. Aber willst du die nicht mitnehmen? Hm, lass sie da reinhängen. Das ist natürlich ein Vorteil. Och, Rainer, du hast schon wieder eine versaut. Das ist natürlich jetzt auch ein Nachteil. Ja. Weil wir jetzt natürlich zu wenig haben. Ja, aber du musst ja auch nicht an jede Ecke noch einen Teil reinbauen. Ach, Mann. Ja. Schrecklich. Willst du da nicht rein? Na, du hast tatsächlich auch keinen. Nicht mehr so viel Sauerstoff, ne? Schade. Ach ja. Hm. Spider-Man. Was? Okay. Weiter runter. Bleib doch mal stehen. Und nach unten. Ja. So, der Witz ist, eigentlich sollten wir noch ganz unten sein. Hust, hust, hust. Der Sache ist nämlich die, eigentlich ist das da unten viel, viel später geplant. Viel, viel später? Wieso? Wieso, wenn es viel, viel später geplant wäre, Rainer, dann würdest du ja jetzt nicht hinkommen können. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Mhm. Das ist das, was ich in der letzten 2 Stunden erfolgt. Okay. Das kann man, ich glaube, ich bin mir übrigens nicht sicher, ein Achievement, was man bekommt,
Ist übrigens, glaube ich, dass wenn man rübergeht und das bei der Aurora dicht macht, bevor es in die Luft fliegt, das ist, glaube ich, schon ein Achievement. Das habe ich aber natürlich jetzt nicht vor, weil das mir viel zu umständlich wäre. Okay. Weil dann müssen wir jetzt extra rüberschwimmen und dann müssen wir erstmal ein Radioaktiv-Ding bauen und das haben wir noch nicht und dann müssen wir ihn erstmal finden. Radioaktiv Genau, denken. und das haben wir alles im Moment, deswegen ist mir das gerade zu blöd. Ja. Ja, da, wir brauchen uns ja nicht unnötig viel Stress machen. Was ich aber gerne machen würde, Na. ich würde gerne den Scannerraum setzen. Schön, schön, schön. So. Ja, so. Wir haben jetzt natürlich noch mehr Scan-Möglichkeiten, aber ich will jetzt erstmal zu dem. Wartet mal. Schwimmt der oben? Der ist wahrscheinlich hier direkt weiter oben. Ja, der liegt wohl irgendwo auf hier so auf einer Fläche, deswegen steht er auch Untiefe. Aha. Da wird es gleich zeigen. So, meine Lieben, an der Stelle würde ich jetzt kurz pausieren. Nee, geht nicht. Ich muss komplett ausmachen, weil der Stream läuft in einer Dreiviertelstunde. Ah, Muss der ich mich vorbereiten. Stream Ich danke läuft. euch fürs Zuschauen. Ach, Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder vorbereiten. Was musst du denn da vorbereiten? Ich bitte dich. mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Und haut rein. Bis zur nächsten Folge, euer Drache. Tschö, tschö. Ja, euer Drache. So, Ding, Tode, alles, ne? 28 mal so in einem 28-Minuten-Video, das heißt ganz genau ein so pro Minute. So wie wir es auch gewohnt sind. Sechs Ding. Das ist quasi Standard, würde ich behaupten. Ja. So ist es. Was bleibt mir Großartiges zu sagen? Es ist Reinerle spielt Subnautica und es ist spannend wie immer. Er Trash-talkt da mit irgendwelchen Fischen. Und ansonsten, ja, ist es halt ein reiner Let's Play. Schauen wir mal, ob wir das weitermachen werden. Ich bin gespannt. Ich weiß es noch nicht, ganz ehrlich. Weil, ja, es ist halt wirklich super langweilig. Wie es halt so ist. Es ist ein bisschen actionreicher als Story of Seasons, das muss ich ja zugeben, weil halt Reinerle auch tatsächlich in diesem Spiel sterben könnte. Ist ja auch schon einmal gestorben. Deswegen ist da so ein kleiner Nervenkitzel, aber ansonsten, ja, naja, schauen wir mal. Erstmal, vielen Dank an alle, die sich das hier mit mir zusammen angesehen haben. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns im nächsten Video. Macht's erstmal gut. Medal of.